Hallo und herzlich willkommen zurück zu Crash Bandicoot. Nach einer etwas längeren Zwangspause geht es endlich weiter mit unserem Beuteldachs. Ja, ich bin leider ein bisschen ausgefallen, weil Weisheitszähne ziehen ist halb so schlimm, aber die Nachwirkungen, die drücken. Ich habe das Maul nicht aufgekriegt und ja, es war halt ein bisschen schwierig. Da wollte ich nicht aufnehmen, weil es ging einfach nicht. Auf jeden Fall geht's jetzt munter weiter. Ich habe, wie ich ja schon angekündigt hatte, soweit es geht, die Welt nochmal nachgespielt, um da die 100% rauszuholen, soweit wie es geht. In einigen Welten, wie hier zum Beispiel, habe ich nur das Speedrun geschafft, wie man jetzt oben rechts sieht. Minute 50 für das Level. Oder Stunde 50, ne, Minute 50. und dafür habe ich halt das Ankerzeichen bekommen. Den Edelstein bekommt man erst, wenn man die ganzen Kisten zerlegt hat. Allerdings gibt es hier in dieser Welt halt Plattformen, die erst später wohl freigeschaltet werden. Na, hier auch. Hier habe ich das 100% geschafft. Mit dem man dann halt weiterkommt. Sprich, Backtracking ist da wieder gegeben und ja. Aber es ist tatsächlich nicht sonderlich aufregend, weil in den meisten Welten fehlen mir dann so 5, 6 Kisten. Gut, okay, ich glaube in einem war es 20. Aber alles in allem ist das ja schnell gemacht. Ich habe es halt gern nachgespielt, außer die eine Welt, wo wir diese Holzpalisade da hoch mussten und das im Speedrun und oh, ich bin so oft gestorben. Deswegen habe ich erst so gedacht, okay, ist das nicht ein bisschen unfair, wenn ich jetzt die ganze Zeit Leben sammle und dann nachher so unendlich viele Leben habe? Nein, ich bin tatsächlich mit genauso viel Leben rausgekommen, wie ich reingegangen bin. Na gut. Temple Ruins. Okay. Und es macht tatsächlich keinen Unterschied, welchen Helden man spielt. Oh, ja, und diese Sprungkisten zählen auch dazu. Okay. Oh mein Gott, ich spring viel zu früh. Und ach, die zählen dazu. Gott, oh Gott. Oh, Fledermäuse, ich liebe sie. Hey, spring mal rauf da. Und ich habe auch gesehen, dass man weirderweise Errungenschaft bekommt, wenn man stirbt. Quasi einmal alle Tode zeigen, die es in dem Spiel so gibt. Ist für so Jäger, die gerne alle Errungenschaften haben wollen, echt ein Muss. Wow! Will ich hier sein? Uah. Wollte ich da vorne nochmal gucken, aber scheint es nicht mehr zu geben. Okay, das fühlte sich gerade echt weird an.
Ah, okay, jetzt muss ich. Jetzt meine Frage, ist das schräg versetzt? Nein, das ist nicht. Okay. Also schnell rüber. Die Kobra. Alarm für Kobra 11. Au! Okay, aua. Whee! Gut, dass wir hier einen Checkpoint hatten. Gut, dass wir hier einen Checkpoint hatten. Einerseits bin ich neugierig und würde da gerne rübergehen. Andererseits, nein. Oh, das ist so weird. Und sonst immer absolute Maximalreichweite springen muss und hier einfach nur so einen kleinen Hops. Boah, das war heiß. Was? Perspektiven sind ja ätzend. Vor allem verlasse ich mich gerne auf den Schatten, den ein Charakter wirft, aber Crash wirft so am Anfang überhaupt keinen. Das war zu früh. Das war zu spät! Weil ich ein paar Sachen sehen wollte, habe ich auch mal in so Speedruns von anderen reingeguckt. Und die machen das ganz weird hier mit dem Wirbelspruch und so. Die sind teilweise über die Klippen gelaufen und dann erst gesprungen. Also quasi sind sie erst runtergefallen, ganz knapp von der Kante und haben dann angefangen, ja, zu springen. Ich werde auch dieses Level hassen, wenn ich speedrunne. Ah, ich springe immer. Dahin ist das Ende, oder was?
Okay, Äpfel. Oh. Das Schlimme daran, solche Level zu speedrunnen, ist einfach, dass man ja... nicht sterben darf, wenn man wieder von ganz von vorne anfangen muss. Du hast keine Checkpoints. Ja, ich hab keine Ahnung, wie viele Kisten vergessen. Ah, 15 geht doch noch. Vor allem, man muss das Level einmal spielen. Und dann kannst du es halt speedrun erst. So. Gut. Nächste. Road to Nowhere. Gehen wir mal. Und bei Speedruns sind die Kisten tatsächlich ein bisschen anders. Da sind tatsächlich... da sind tatsächlich einige Kisten, Wow. Okay, ich hab's verstanden. Da sind einige Kisten, was Äpfel angeht, weg. Und durch Zeit-Dinger ersetzt. Da wollte ich auf die andere. Ups, durch die. Ich dachte, dass ich diese blöde Sau über den Haufen renne, oder kann ich die. Okay, ich kann nicht. Die blauen sind also rutschig. Die lang roten, die brechen nach einer gewissen Zeit. Und die kleinen roten brechen instant. Okay. Okay, da kann man dann auch nicht. Hä? Wer das darf. Schweinehund? Kann ich den wegrammen? Den kann ich nicht damagen. Okay. Das ist also die Schwierigkeit jetzt dabei. Das ist wirklich schwierig. Oh. Ekelhaft. Uah. Wieso ist die jetzt abgebrochen? Ich bin da noch nicht mal drauf gewesen. Das ist dann also... schon ein bisschen unfair. Ja, Bugaruba. Man
Das kriege ich jetzt hin? Halbwegs? Sprache und fiel wieder in die Schlucht, ja? Ah, ich bin dahin! Ernsthaft, dahinter ist ein Millimeter, wo dieser fette Beuteldachs zwischenfallen kann. Wieso? Hä? Mann! Mich irritiert das, wenn solche Game-Mechaniken einfach umgedreht werden. Ah. Ja, hier taucht später nämlich diese Plattform auf, mit der wir das erst auf 100% schaffen. Okay, und wenn man die Augen aufmacht, sieht man auch... Hier, dass wir die ganze Zeit einen Schatten haben, der uns natürlich hilft zu... Wieso fallen sie manchmal runter und manchmal nicht? Das frage ich mich. Yay, Apples. Ich würde gerne mal versuchen, auf die Seitenfelsen zu gehen, aber nö. Wow. Wow. Springt ja automatisch. Nichts passiert. Schneide ich raus. Hä? Ich werde wohl... Hätte sein können, dass irgendwas ist. Heute ist echt nur Sterben angesagt, glaube ich. Weirder Stuff. Hey Shiggy! Lass mich raten, ich brauch dich, um da rüber zu kommen, ne? Ganz ehrlich, bei diesem Tod einfach mal auf die Schildkröte gucken und sich dabei denken, warum bin ich jetzt so? Dann geht's doch noch weiter. Aua, 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 aua. Ja, aber das sind halt immer so Kisten, die man mit diesem geheimen Gang, nenne ich sie jetzt mal, erreichen wird. Gut. Mit Boulder Dash. Oh nö, das klingt scheiße. Na gut. Aber ich würde sagen, hier beenden wir erstmal diese Folge und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder zu Boulder Dash. Ich hoffe, euch macht das immer noch Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, bye bye.